Ganz vorsichtig mussten diese Männer Hollywood-Legende Marilyn Monroe auf Händen tragen. Nur mit Samthandschuhen durften sie sie anfassen. Dieses Bild sollte nicht den kleinsten Kratzer abbekommen, als es in den Showroom bei Christie's gebracht wurde. Andy Warhol hat dieses Pop-Art-Werk geschaffen, das haben Sie sicher auch schon mal gesehen. Dass es wertvoll ist, war klar, aber wie viel Geld bei der Versteigerung in New York gezahlt wird, das war die große Frage. Antwort: so viel wie noch nie für ein Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert, 195 Millionen US-Dollar. Marilyn Monroe, die amerikanische Ikone, sorgte für einen neuen Rekord auf dem Kunstmarkt. Das Bild des amerikanischen Künstlers Andy Warhol gehört zu einer fünfteiligen Porträtserie und wurde zu einem seiner bekanntesten Werke. Es geschieht wirklich nur selten, dass eine Marilyn verkauft wird. Für die Kunstwelt ist das spektakulär, denn sie ist die amerikanische Mona Lisa. Und spektakulär war auch der Preis. Marilyn wurde zum teuersten jemals versteigerten Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert mit 170 Millionen Dollar. Einschließlich Kommission musste der Bieter 195 Millionen Dollar hinlegen. Es geht um Schönheit, um Ruhm, um Tod. Er hat das nach ihrem Selbstmord gemalt. Es geht um das Desaster, die schönste, glamouröste Berühmtheit und ihre Tragödie. Mit 195 Millionen Dollar überholte Andy Warhols Marilyn sogar Picasso und ist damit das zweiteuerste Bild aller Zeiten. Wem Marilyns Porträt diese Rekordsumme wert war, ist nicht bekannt geworden. Aber die Einnahmen sollen in die Stiftung der verstorbenen Sammler Thomas und Doris Amann fließen und Hilfsprojekte für Kinder finanzieren. Und auch wie gemalt, dieser Sonnenuntergang im sächsischen Elbsandsteingebirge. Der Mai zeigt sich auch weiter so sommerlich. In vielen Teilen Deutschlands wird es morgen sogar ziemlich heiß. Hier sind die Aussichten.